So, und wieder da bin ich tun sein. Was zum Alter? Anyway. Letztes Mal haben wir das Gebiet hier fertig gemacht. Übrigens, das Spiel ist ja sehr einfach. Hey, das Flugzeug, welches verbuggt war, ist wieder da. Anyway. Ich habe offscreen noch schnell ein Heli geholt und dieses Laufdinges gemacht und meine Skillpunkte vergeben. Also ein paar Sachen hier geholt. Alles Gimmick-Scheiße. Nichts ist wirklich nötig. Anyway, wir hatten vor. Also ich hatte die Idee, ich gehe jetzt nach Moyokoyo. Montoyoko, Moyokoyo. Einfach, weil ich es kann. Meine Pistole freispielen, die ich immer benutzt habe. Damals. Können wir wieder benutzen. Könnte ich mich porten und dann rennen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Heli bekomme. Also fliegen wir einfach. Wenn ich mich eingucke, einspielen, ich habe ja nicht mal aufgehört. Ich habe jetzt eine halbe Stunde nichts getan, aber trotzdem noch gerade erst gespielt. Aber mal markieren. Es fällt direkt in die Stadt. Wo es wieder Infos geben wird. Also sollte. Und immer schon vorsichtig fliegen. Nicht, dass man hier in irgendeinen Anti-Air reinfliegt. Genau wie jetzt. Fuck. Shit. Na, komm zu mir nach. Nicht so aus. Huh. Wir müssen beginnen bei dem, wie er gelandet. Nicht verkehrt. Anyway, ich habe nichts zu sagen, solange wir nicht ankommen. Meine Soldatenfreunde sagen auch nichts. Also meine Ghosts. So, und jetzt müssen wir drinnen sein. Ah, lass mich in Ruhe, Leute. Fuck. Oh, schon sehen wir die Info auf der Karte. Erstmal landen. Schauen, was der Anruf von sich gibt. Bowman, wir sind jetzt in Mohokoyo. Die schaffen da einen Arsch voll Kokain durch. Das ist ein Transitpunkt. Von Mohokoyo geht es nach Koani und Remanzo weiter. Und wer kontrolliert das? Keine Ahnung, aber ich weiß, wo das Kokain ist. Vernichten Sie den Vorrat, dann kommt der zuständige Buchon, um seine Leute anzuscheißen. Dann nageln wir ihn fest. Wie ein Brett. An die Arbeit. Oh, das ist auch nicht verkehrt. Ja gut, das stimmt. Ich erinnere mich, die Missionen hier sind scheiße, weil im Grunde die hin macht kaputt. Ohne überhaupt was Infos zu suchen dafür oder so. Nö, nö. Oh ja, ich habe eine MP5 ausgerüstet anstatt das Scharfschützengewehr. Keine Ahnung. Sendeanlage der Rebellen gesichtet. Lass sie uns wieder in Betrieb nehmen. Das bringt garantiert ein paar Kartellschergen auf den Plan. Oh, ich hasse die Dinger. Du bist eben weggelaufen. Que paso? Haben Sie Gerüchte über Kartell oder Sicarios gehört? Gracias. Viel Glück. Ayúdenme. Nur 6 Orden. Einer. Hier ist, wo ist was Großes? 5. Dann ist hier eine große Basis am Ende. Schön. Random Info. Das können wir natürlich mitnehmen. Komm. Vielleicht lernen wir ja was Relevantes. Weißt du? Verpisst euch. Wir sind alarmiert. Weil ich es kann. Diese Seite ist sauber.
Wir lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. So unspannend jedes Mal. Okay, gut. Dieses Gebiet gehört zu Santa Blancas Koks-Schmuggel-Operation. Bowman hat Infos über alle Hauptfiguren. Das Sagen hat Nidia Flores, Ex-Schönheitskönigin und jetzt Drogenschmugglerin. Ihre rechte Hand ist ein Typ namens El Boquita. Ein hässlicher Arsch, der die Logistik am Boden regelt. Sie hat das Hirn, eher die Muskeln. Hm, cool. Also hat Santissima Muerte das Santa Blanca-Kartell geliebt, das sie ihre eingeborene Tochter gab. Auf das alle, die an sie glauben, nicht sterben, sondern ewiges Leben haben. Vor vielen Jahren waren wir in Not. In La Desesperación, am Rande der Auslöschung, dabei von Schlangen und Ratten in Stücke gerissen zu werden. Ich hielt uns für verloren, glaubte, es sei zu spät für uns, in Elfin. Doch gerade als ich aufgeben wollte, geschah es. Nidia Flores erschien, uns bekannt als La Reina de la Belleza, die Beauty Queen. Und sie brachte uns Prosperität. Wohlstand und Vergeltung. Wir spüren ihre Wohltaten, su amor, tief im Herzen. Und sie trägt ihr Evangelium in die Welt hinaus, in jeden Winkel. Betet zu Santa Nidia, Königin der Königinnen, Reina der Reinas, Göttin unter Bastarden. Okay, cool. Ja, sieht hübsch genug aus, würde ich sagen. Also gut, gehen wir es an. Die Santa Blanca Kokainautobahn. Jedes Jahr verlassen gut 350 Tonnen Koks Bolivien und erreichen weltweit 20 Millionen Konsumenten. Das heißt, sie setzen damit um die 2 Milliarden Dollar um. Pro Woche. Wie sie das machen? Nur drei Worte. Luft, Land, Meer. Alles koordiniert vom Kopf der Schmuggler, Nidia Flores, La Reina de Belleza, die Beauty Queen und ihrer rechten Hand, dem Hinreißenden, dem Reizenden, El Boquita. Autsch, der Mann braucht dringend ein Pflaster. Das Problem ist, man sieht die Typen in den Nachrichten, die Enthauptungen, die Monster, aber nicht das ganze Bild. Diese Leute sind einfach genial. Ein Beispiel, sie sehen Möpse. Nidia Flores sieht Möglichkeiten. Sie sehen Metallschrott, Nidia Flores sieht U-Boote. Sie sehen Weihwasser, Nidia Flores sieht flüssiges Kokain. Weil Nidia Flores ein verficktes Genie ist. Sie wollen die Kokainautobahn wirklich weghaben? Weg mit dem Koks? Mit dem Geld? Weg mit der Beauty Queen? Warum auch immer wir jetzt schon ihre Infos bekommen haben. Ich weiß nicht, wieso sie dazu kamen. Wo sind wir jetzt? Bei dem Bochorn sind wir angekommen. Dadurch haben wir die beiden wohl gekannt jetzt. Oder kriegen durch Infos über die beiden. Na gut, meinetwegen. Ich war dabei zusammen. Vor drei Monaten haben wir noch 7 bis 7,5 Tonnen pro Woche gemacht. Und jetzt? Jetzt wollen wir uns über 6. Eso es triste. Mi hijo, me reservo la canícula. Das Wetter war in den letzten Monaten schlecht. Die Auswirkungen auf die Ernte waren katastrophal. Ja, das sagen wir. Irgendwo hier sollten wir Informationen finden. Die? Wovon redest du? Yo no sé. Vielleicht ein anderes Kartell. Seht euch um. Alle geben auf. Die spionieren uns aus. Die bestechen unsere besten Leute. Seht, selbst meine Frau spielt verrückt. Sie lacht nicht und telefoniert, wenn ich weg bin. Und in La Cama ist sie kälter als eine Leiche. Padre, wenn wir nicht aufpassen, bricht alles zusammen. Mein Sohn, du warst bei Santa Muerte geschworen. Wo bin ich gerade? Ich bin.
War das jetzt? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Also. Von ihm das Video, meine Fresse. Gib mir eine Sekunde, ich will erstmal ballern. Wo ich jetzt rauskomme und fast habe, was da war. 1,5 Minuten, meine Fresse. Greife an. Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Wir dürfen gerne mit draufschießen, die Rebellen. Die sehen ein bisschen nervös aus. Außer dem Heli. Heli abgeschossen. Die Sicarios schießen volles Rohr auf den Sender. Halt sie davon ab. Der Sender nimmt zu viel Schaden. Granate fliegt. Ah, schön. Ach. Natürlich wurde der nicht gekillt, war klar. Check die Kippe. Was soll der Scheiß in Deckung? Wow. Granate. Oh. Scharfschütze zielt auf uns. Eli, runter, runter. Komm wieder. Okay, Botschaft ist raus. Das sollte den Rebellen helfen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die Mission nicht. Dieses Aushalten. Ich habe das Gefühl, das ist mir ein, es soll ein Schleichspiel sein. Wenn da so ein offener Krieg kommt. Hallo. Knirsch. Ah. Wir sind noch hier. Was soll denn das? Wir haben nichts mit euch zu tun. Auch ein Heli. Vielleicht gibt's den Heli. Außer die Helis, die ich vom Himmel geschossen habe, natürlich. Die bringen mir nichts. Bald. Tja. Stehen bleiben. Alles klar. Planier sammeln. Alles klar. Naja, was soll's. Oh, ein Auto. Wow. Da kommt der rennt eh weg. Auf dein Zeichen, Boss. Verpiss dich einfach. Ich mag die Verhördinger nicht, ey. So bin ich überhaupt Kampf? Was soll die Scheiße? Lass mich in Ruhe. Bin ich im Kampf? Oh. Keonda Kumpas, ich habe von weiteren Ziegen gehört. Ja.
Ich hoffe, ihr zieht Nutzen aus den Ressourcen, die mein Volk bietet. Huck, wir nutzen alle Ressourcen, die wir haben. Meine Truppen ernten am Ende das Lob. Dann wär's doch gut, wenn sie auch an den Einsätzen beteiligt werden, oder? Jeder, der mitspielen will, bekommt seine Zeit auf dem Spielfeld. Mach dir deshalb keine Sorgen. Wir melden uns. Nomad, Ende. Okay. So. Weiß, wie auch der Kampf beendet ist und alles. Infos. Raus, raus. Wir haben auch dein Porno-Video bekommen. Es heißt, jeder hat eine Schwachstelle. Die von El Bokita ist Liebe. Schmuggler mit 6 Jahren. El Bokitas Vater klebte seinem Sohn Acapulco-Gold an den Körper und schickte ihn über die Grenze. Er nannte diese Trips Vacaciones Familiares. Familienurlaub. Mit 13 war Bokita ein Trapichador, ein Meisterschmuggler. Zigaretten, Alkohol, Markenklamotten, DVDs, Öl, Tiere, Waffen und natürlich Menschen. Einmal hat er sogar ein halbes Kilo Yellowcake-Uran geschmuggelt. Wenn es jemand wollte, konnte El Bokita es bewegen. Aber es ging nie wirklich um Geld. Für ihn war es der Rausch, bis er die Schönheitskönigin traf. Nidia Flores entdeckte sein Talent und machte ihn zu ihrer rechten Hand. Nidia hatte Köpfchen. Bokita die Muskeln. Er hat sich augenblicklich Hals über Kopf in sie verknallt. Nidia hat seine Gefühle nicht erwidert, aber in einer feuchtfröhlichen Nacht gab sie nach. Es ging zur Sache. Und 9 Monate später hatten sie eine Tochter. Valeria. Es heißt, jeder hat eine Schwachstelle. El Bokita hat 2. Jetzt werden wir dirty, wa? Hey. Nicht anklicken, nicht das Video. Fahrzeugzerstörung, ach so. Punkte. Mehr. Suche ich noch. Das muss noch. Auch Essen und Dings. Na gut, fuck it. Egal, hier gibt's Infos, das muss mir reichen. Setze Drohne ein. Wichtiges Ziel gesichtet. Ja. Sieht nach Top-Sicario aus. Zeit für ein Gespräch über seine Berufswahl. Da rückt Verstärkung für die an. Oben auf dem Turm. Nicht ihr noch, oder? Lass mich in Ruhe. Es sind 10 Ziele. Ja. Hier sind noch irgendwelche im Haus. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ja. Wo ist der Letzte? Hier. Zeig dich. Okay. Ich darf keinen Terror machen, sonst haut der Typ ab. Außer ich mache zuerst Terror an ihm natürlich. Verstanden. Unterwegs. Ziel erfasst. Ich brauche eine bessere Position. Roger, Ziel erfasst. Déjenos ir, usted puede. Yo sé que usted puede. Ábranos la puerta. Jetzt komm mal näher. Mira. Escuche, le conviene, soy inocente. Si me libera, le volveré 1000 veces a favor. Ziel eliminiert. Ui, camine. Du mitkommen. Qué chingados! Riechst du das, Way? Diesen Mix aus Pulverdampf, Scheiße und Blut in der Luft? Das ist Santa Muerte, die dich holen will. Dein Kartell hat einen Deal mit ihr, aber jetzt ist Zahltag. Sag deinen Amigos, wer für Santa Blanca kämpft, endet als Krähenfutter. Gire, si se calma, yo le juro. Ich hör auf! Ich verlass Bolivia! Ich mach den Wichsern gerne Angst, aber ich glaube, wir hätten ihn nicht laufen lassen sollen. Ach, die Demütigung ist für so einen Macho-Arsch schlimmer als eine Kugel. Da geht den Rebellen sicher einer ab. So kann man es ausdrücken. Na gut. Der Tango weiß, dass was faul ist. Hey,
Ruhe da drinnen. Schreit nicht so. Gut, da haben wir noch so ein Nebending mitgenommen. Meine Fresse, ey. Granate kommt. Come mierda, culeros. Was ein Betrug, ey. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Na gut. Meine Infos. Waffen. Was gibt es denn für Waffen hier? Gucken. Eine MPX. Eine SRS. Das nächste schaffst du, wenn wir was in die Richtung geht. Und sonst nur Teile. Okay. Dreipunktvisier. Magazin. Anderes Magazin. Maschinenpistole und Sturmgewehr. Oh. Naja. Laservisier für Scharfschützengewehr. Was hat das denn? Warum hat man eh so ein natürliches Laservisier sozusagen mit dem Rotpunkt? Warum auch immer. Wobei macht Sinn. In einem Third-Person-Game. Einen aktuellen, das ist eigentlich dein Zielpunkt zu haben. Da man den in echt ja hätte, sozusagen. Na gut. Warum habe ich überall um mich herum Gegner? Also auf meinem Radar. Hier hinten vor allem, was soll denn das? Da, what the f... Egal. Wir haben kein Heli? Na gut. Wie wär's? Na, den nehmen. Mal reisen, bisschen die Welt resetten, nachladen lassen, wie auch immer. Will wohl nicht schaden. Hoffentlich. Vielleicht gibt's ein Heli. Ha. Ja. Sieht nicht so aus. Shit. Schade. Ich brauche mehr Infos. Du bist ein Lieutenant, also Müll. Okay, fahren wir dahin. Wir wissen von mehreren Kokainverstecken in Morrocoyo. Lokalisieren und zerstören Sie die Verstecke, damit wir Druck auf den Butchon von Morrocoyo ausüben können. Ich nehme das Motorrad. Gut. Einfach der Mission folgen. Das wird uns schon irgendwo hinführen, ne? Wow, wow, wow. Ich frage mich, ob die bessere Grafikeinstellung das Fahren schwerer macht. Und ob die... Nee, die Hucke sind nicht echt. Dann nicht. Macht keinen Sinn, dass Grafikeinstellungen die 3D-Welt verändern. Bei... Uiuiui. Na... Dankeschön, meine Fresse. So, hier wollten wir einen Zwischenstopp machen, weil es liegt auf dem Weg. Und sieht Infos. Ja, das lohnt sich doch. Da ist ein Care-Paket. Wir brauchen den Weg dorthin, dann können die Rebellen es abholen. Ah, das ist das hier. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ja, es kommt nicht an. Schön. Die sind alarmiert. Passt schon. Alles gut, alles gut. Mal kurz so hier. Die werden dich sehen, warte. Ich sehe noch einen Tango. Granate fliegt. Nehm das. Granate fliegt. Ach, war schon. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. Nate, ah, nice. Ja, das ist nämlich weniger. Aber ich weiß als. Bevor wir am Ende so ein Ding verpassen. Bei Orden. Sinnvolle Orden. Horizontale Reichweite. Für was? Na gut, da kommen wir hin.
Blendgranate, okay. Was ich sehe eine Waffenkiste. Oh. Care-Paket klar. Ich gebe den Rebellen den Standort, dann holen sie es ab. Sag doch nächstes Mal, sie sollen es näher an einer Taverne abwerfen. So, kommt ein Anruf. Na, nicht gut. Müsste ja jetzt... Okay, noch einer. Weil die Stufe sich verbessert, müsste es einen Anruf geben. Und bei ihm kam der auch bei 3. Ach, never mind, also random. Genau, das Ziel bleibt. Sag mal. Hör ich gar nicht. Festhalten, Leute. Fürs Radio? Oder? Okay, ich bin drin. Aber Getröte im Hintergrund, was soll's. Also gut, ist was anderes, aber was, ne? Oh. Ist das schon wieder unterirdisch? Meine Fresse. Ja, dann würde es wahrscheinlich unter mir sein, ne? Ein Scharfschütze. Okay, nichts passiert. Oh, das ist der nächste. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich sehe ein zweites Ziel. Tango Nummer 3. Feind gesichtet. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Aber wir finden nichts. Hab noch einen, macht 5. So, weil irgendwas vor ist. Na gut. Wir haben noch ein Depot voll weißem Pulver. Wer möchte viele Junkies unglücklich machen? Na. Toll. Scharfschütze! Aus Protest. Der Leutnant versucht zu fliehen. Ja, lass ihn doch. Greife Tangos an. Los, macht mal was. Bereit machen, Feuer. Tötet alles, was ihr wollt. Da kommen Kartell-Sikarios. Hallo. Hilfe mit die Scharfschütze. Was, Zufall? Ja. Wir haben den Heli. Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? Es gibt Ärger. Ganz einfach. Diese Fragerei. Schießen die ganze Zeit Leute um. Natürlich schießen wir die anderen auch um. Das ist eine Frage. Was jetzt? Ja, du kommst gleich. Okay. Naja, wenn du schon hier bist. Los, rede. Warum nicht? Hab's kapiert, Watto. Sag aber keinem, woher du es weißt. Ich weiß, wo ein Kartellsender steht. Man braucht nur zu fragen. Noch zweimal Auto auf Upgrade. Cool. Nicht mehr lang und ich kann mir einfach einen Heli hören, sozusagen. Hier ist eine Waffenkiste. Okay, es ist alles gut. Yay. Granate fliegt. Fast. Oh, ist die Granaten leer natürlich. Ich weiß ja noch C4. Na gut, dann können wir wieder gehen. Granate kommt. Come mierda, culeros. Ziel zerstört. Verschwinden wir. Bald können sie den Scheiß nirgendwo mehr verstecken. Dumme Merde, der mal los. Was auch immer das heißen mag. So, will ich kurz angucken. Die sieht noch größer aus, aber ist eigentlich kleiner. Sogar sehr viel kleiner.
Hat coolen Sound. Aber noch dunk. Aber naja, das ist ja wie gesagt zum Helios schießen. Nicht für Menschen. Mal komm, erstmal den MP wieder mit. Solange wir keine Helios haben. In wie vielen Spielen gibt es eine MP5 und wie oft hatten sie entsprechend oft schon benutzt? So, das war der. Das ist ja der Antennenlauf mit Heli dann irgendwann. So war Laser, egal. So. Also dahin. Wir wissen dann von mehreren Kokainverstecken in Mochokoyo. Lokalisieren und zerstören sie die Verstecke, damit wir Druck auf den Buchon von Mochokoyo ausüben können. Ich hätte hier einen kleinen Laser, der sieht cooler aus. Ja, was soll's. Drei-Punkt-Laser, ne? Just saying. Scheiße. Anyway. Ist doch ein gutes Auto? Nein. Toll. Aber ich kann doch Auto beschwören. Noch. Mach mir Buggy. Irgendwann wurde das wohl erst später erst zugefügt in Patches irgendwann. Ohne mich weitergehen. Es gab nur das normale Auto und dann gibt es ein gepanzertes und dann haben sie auf die Idee, hey, gib ihnen auch gute gepanzerte Fahrzeuge. Und da sind wir jetzt. Was eh obsolet wird, sobald man den Heli hat. Außer jetzt zum Spaß fahren natürlich. Das ist eine Stadt. Oh, schön. Plopp, plopp, plopp. Oh oh. Runter, bevor sie dich sehen. Ihr habt nichts gesehen. Scharfschütze. Okay, bin unterwegs. Hab noch einen Tango und das macht drei. Ein Alarm, das heißt also, es ist eine Basis. Mit dem sind's fünf. Suche eine gute Position. Ziel erfasst. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären? Hey, wir haben einen Narko beim Geschütz. Da ist noch was. Ich sehe alles klar, geh in Position. Hab kein Ziel mehr. Na toll. Hab das Ziel. Hey, Kartellschütze, am Checkpoint. Drinnen wahrscheinlich, ja, da. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Na, kriegst du ihn wieder? Ich sehe einen Narko, bei dem Geschütz. Kriegst du nicht wieder. Hab einen Generator gesichtet. Das Ziel ist weg. Okay, Ziel markiert. Hab einen erwischt. Na ja, gut, der Rest kriegen wir auch so hin. Alarm ist erledigt. Es wird keine Verstärkung kommen. Warte, die sehen dich. Mach gesehen. Ja. Ihr wisst von nichts. Uiuiui. Der Leutnant haut ab. Da legen sich Rebellen mit dem Kartell an. Wie lautet der Plan? Na, dann schickt seine rein. Ich hab Rebellen zur Ablenkung angefordert. Wenn es eh schon Krieg gibt. Lass ihn gehen. Verdammte Scheiße! Granate! Oh. Granate, volle Deckung! Verpackert. Schnell, in Deckung! Los! Alle bereit? Verstanden. Voll! Okay.
Habt ihr Rebellen ge- Okay. So, langsam ist es wieder ruhig. Fast alles tot. Passt schon. Au. Das C4 ist jetzt scharf. Verdammt, nicht nah genug. Ach, du da. Ich sehe ein Kokain-Depot. Schalten wir es aus. Yay. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Lager zerstört. Gehen wir. Mann, je mehr wir zerstören, desto mehr scheinen die zu produzieren. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Eine PDW könnte nützlich sein. PDW. Personelle Defense Weapon. Personal Defense Weapon. AK, sehr nahkampflastig. Da können wir einpacken erstmal. Wir haben eh keine besondere Sonderheitswaffe. Wir haben gerade den Schaff. Ist der kurze dann oder der lange? Gut. Erweitert und Dings. Okay. Natürlich das Visier. Hier haben wir nichts. Der Griff wie immer. Ich verstehe. Na gut, wie kann man auch weniger präzise sein und wackelt mehr mit so einem Griff? Okay, macht Sinn. Ja, weiß was, dann scheiß drauf. Ja. Dann lass ihn halt drauf. Woraus das Ding? Wait. Na, geht. MPX, ich glaube, die kennt man aus Rainbow Six Siege, oder? Hat nicht einer so ein Ding? Das ist ein Heli. Fliegt der oder steht der? Vielleicht welche Richtung? Ah! Da. Hey. Also dich habe ich nicht markiert. Was soll das? Da steht das gut. Man weiß ich vorher nicht. Oder ist das mit den Unidats drumherum? Warum steht der Heli sonst einfach so hier rum? Okay, I take it. Literally. Viele Lichter und Schalter hier drin. Neum. Ich sitze. Gib Gas. Das Regen. Lass Regen mal weggehen. Und neuer Heli hier hinten. Auch nicht verkehrt. Für uns aufzuklären. Granate fliegt. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Ich denke auch. Hey, ich werfe eine Blendgranate. Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. Schon erwartet. Na. Na Leute, kommt ihr auch noch? Weiter. Die Zeit läuft uns davon. Ich könnte ja mal helfen. Das würde helfen. Wait. Oh, sogar da unten am Eingang gewesen. Schau an. Sauber. Alle in Ordnung? Ja, ja, geht schon. Super. Die Störung der Kartellkommunikation macht es leichter für die Rebellen. Nice. Oh,
Nicht du. Fahren wir. So, nächste war. Hier ist nochmal ein Fahrzeug. Ich glaube, das holen wir direkt. Check. Und dann sind wir froh. Yay! Wuhu! Und ja, ich nehme den anderen Heli, weil ich es kann. Da wirklich nur deswegen. Nicht deswegen. Als würde ich damit schießen können. Also. Schießen ja, aber nicht auf irgendwas zielen. Ist dann nur das Ding. Mit grünen Autos drumherum. Wenn ihr in der Nähe bleibt, bitte mitmachen. Schaut euch das Tor genau vor mir in der Mitte an. Geil. Das ist immer geiles. das ist lächerlich. Anyway. Die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Granate fliegt. Nehmt das. Wir haben jemanden wachgerüttelt, verstanden. Schicke eine Blendgranate. Die Kerle sind markiert. Warte auf dich, Boss. Na, wo seid ihr? Oh. Positionswechsel. Da sind wirklich die Dinges mit reingekommen, anstatt meine Leute. Was soll denn das? Naja. Tango's markiert. Das Loch im Funknetz des Kartells gibt den Rebellen Grund, mutiger zu werden. Alles klar bei mir. War eigentlich ein Witz mit den anderen Typen, dass die mithelfen sollen, aber die haben es wirklich getan. Zeigt uns einiges. Einer noch. Ich wünschte, ich wüsste, wo einer ist. Gut, was haben wir denn ein Einsatz? Wir brauchen mehr. Hauptmission ist hier unten. Ach, wir wissen von mehreren Kokainverstecken in Mohokoyo. Lokalisieren und zerstören Sie die Verstecke, damit wir Druck auf den Butchon von Mohokoyo ausüben können. Wir machen kurz einen Weg darüber. Holen uns die Info. Wissen dann, wo die. Wollt ihr Penner mich abhängen? Ja. Reinschließen. Wo die Ressourcendinger sind. Vielleicht ergibt sich ja was auf dem Weg. Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Oh. Oh. Ich glaube, ich muss gleich umsteigen in den neuen Heli. Hey. Ey. Alter, ich schieße gleich ins Bein, damit du stehen bleibst, ey. Que paso? Haben Sie Gerüchte über Kartell oder Sicarios gehört? Gracias. Viel Glück. Dieser Nachschub muss nicht beim Kartell landen. Wir können das Flugzeug stehlen und den Rebellen die Ausrüstung übergeben. Klingt gut. Also los. Ich habe ihn nicht getötet. Das Fußgelenk. Er ist ein Krüppel und wird sein Leben nicht mehr froh, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Flugzeug, Transporter wahrscheinlich. Nee, auch Hubschrauber. Oh, Mufen. Die Frage ist, wo muss das hin? Das weiß ich leider nicht. Ja. Oh, nee, hätte ich mitnehmen können. So, wir holen uns den Orden. Ich will wissen, welche. Was soll das sein? Horizontale Reichweite. Für was? Damit die Rebellen den Nachschub finden. Feind ist in der Nähe. Nein, lass da doch Feinde sein.
Nope. Nom nom nom. Ey, Kartellleutnant, nahe des Reifenstapels. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Feind markiert. Was ist das Ding? Ach so. Ah, horizontale Reichweite. Warum wird das denn extra erwähnt? Weil es nach oben und unten kein Limit gibt oder was? So eine Scheiße. Es gibt ein Limit und das wird nicht verändert. Karen, ich habe nichts über Antonios Lager oder seine Transitpunkte erfahren und wäre froh, wenn du mich nicht mehr nach Morokoyo schicken würdest. Immer wenn ich den Bastard sehe, zieht er eine Leine mit mir durch, die so groß wie ein Baguette ist. Dafür habe ich zu wenig Körpermasse. Wenn ich so weitermache, werde ich genauso paranoid und verschwitzt wie dieses Arschloch. Wusstest du, dass Antonio seine Frau in aller Öffentlichkeit schlägt? Der hat sich überhaupt nicht im Griff. Und der Stoff macht ihn so paranoid, dass ich nicht glaube, dass wir das Lager jemals finden. Zumindest nicht auf diese Weise. Wenn die aufhören würden, uns das scheiß Budget zu kürzen und wir das Personal hätten, könnten wir den Typ überwachen. Elektronisch, per Satellit, das volle Programm. Antonio ist eine ganz schön harte Nuss. Auf normalem Weg bekommen wir ihn nicht geknackt. Das ist eine verdammte Sackgasse. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Warum? Ich bleib da. Es nervt, wie man immer gesehen wird oder sowas, ohne gesehen zu werden. Als würde ein Auto mich als Piloten erkennen und sagen, nee, das ist keine Erfindung. Nee. Ist aber nicht der Fall. Ach komm, wir fertig. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ist ja gar nichts. Ach, wieso ist hier ein Zaun? Warum ist hier ein Zaun? Alter, meine Fresse, ey. Das bedeutet Krieg, wenn es den Zaun gibt. Na gut. Oder hat es noch mehr Bedeutung hier später? Hier ist ein Sicario. Das Feld. Ja, Garg. Warte, die sehen dich. Ist scheißegal, glaub mal. Dass man durch Zäune nicht so schnell durchkommt, wie man sollte, ey. Nur nach 50 Metern hören die das nicht mehr, von daher. Der Tango könnte nicht auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Also im Heli erkennen die, dass ich nicht da bin, dass ich keiner von denen bin, aber auf offener Fläche, 10 Meter entfernt, ne. Okay, es ist alles gut. Ja, komm her, du. Ach, du bist das. Shit, hey. Wir haben wohl eine Leiche gefunden. Oh nein, er hat eine Leiche gefunden. Ich wollte nicht so einen langen Umweg gehen wegen dem einen Skillpunkt. Ich dachte, ich komme da schnell durch. Alles klar. Nö. Für den Moment sah es ziemlich eng aus. Foto. Nicht Foto? Dokument. Kann ich hier lesen. Jesus, das kann ich. Und Armen kann ich hier erkennen. Naja. Meine Scheiße, ey. Ich dachte, ich will keine Zeit verschwenden und dann kommt so eine Kacke, die sich so lang zieht und oh wait, ich verschwende permanent Zeit. Ah, never mind. In der Stadt. Oh. Ich hole jetzt dahin. Ich will jetzt wissen, wo der Abgabeplatz ist hier. Ich versau's nicht und der haut ab. Ich kenne mich doch. Hey! Kannst du mit dem Bock auch springen? What? Muss ich nicht verstehen.
Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Wo hast du sie? Beim Container. Wow, das hilft jetzt ungemein. Die Drohne ist oben. Ich sehe einen Hauptmann, hab ein drittes Ziel. Ah, was haben wir denn? Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Alles klar, geh in Position. Ich sehe das Roger, Ziel markiert. Gib Zeichen. Er ist tot. Das war scheiße knapp. Die Kugel ist an ihm vorbeigerauscht. Der ist jetzt da. Der Leutnant haut ab. Ernsthaft? Pass gut auf, die wissen, dass irgendwas los ist. Fuck, halt. Scheiße. Eröffne Feuer. Wieso wurde mir der nicht markiert? Gerade der einzige wichtige. Oh. Die Unidad steckt ihre Nase auch in das Arschloch. Sofort auf den Boden. Ernsthaft? Und warum greifen die jetzt an? Verdammt, die Rebellen müssen wohl eine Weile ohne auskommen. Ich fühle mich betrogen, das sehe ich nicht als Scheitern an. Meine Fresse, ey, jetzt ist der Scanner verbuggt gewesen oder was? Ficken Sie sich. Hey, hört auf mich zu sehen, ihr Schummler. Werfe Blendgranate. Fuerzas hostiles se enfrentan a nuestras unidades a unos cuantos kilómetros de aquí. Los refuerzos ya están en camino. Hat das Maul, Unidad. Ihr habt angefangen, beschwert euch nicht, wenn ich mich verteidige. Das Prinzip gibt es viel zu vielen Spielen. Alter, bin ich genervt. Das passiert oft. Mehreren Kokainverstecken in Mohokoyo. Lokalisieren und zerstören Sie die Verstecke, damit wir Druck auf den Butchon von Mohokoyo ausüben können. Ich glaube, ich muss Pause machen. Reg mich schon wieder auf. Du recht. Fällt euch hier auch was Komisches auf? Du meinst den scheiß Männerabend hier? Echt jetzt? Es gibt keine Frauen in der Stadt. What? Okay. Piss dich. Ich hab nichts mit dann zu tun. What's wrong with you? The hell? Hey, ein random Heli. Lass mich ihn jagen, ey. Heli erledigt. Meine Fresse, ey. Jetzt geht's genau los wie in, keine Ahnung, Cyberpunk war's beim letzten Mal. Ich fliege. Die einen Ungut angreifen und so eine Scheiße. Mann, die gar nicht wahr, es war Assassin's Creed. Mit noch sinnloseren Angriffen. Auf dieser Seite ist alles klar. Hm. Oh. Ein sinnloser Gegenstand. Uhu. Oh nein, diese Pride. Lage ist keine Bright Flag. Die Farben gab es hier schon immer im Spiel. Auf 10, 4, 5 Jahren oder sowas. Wo könnte ein Dino sein? Ich würde sagen, da wo die Gegner sind. Na, runter.
Yalubo. Habt ihr Rebellen gebeten? Noch ein dritter. Gepäcks. Hey, Kartellschütze. Sag mir wo. Am Eingang zum Lager. Roger, ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Roger, Ziel erfasst. Runter, Tango getroffen. Granate fliegt. Boom. Der Leutnant will abhauen. Wieder so einer. Fick dich. Warum gibt es so viele Leutnants, die weglaufen? Oh, schöne Scheiße. Die sehen uns. Du sollst nichts machen, außer da sind zu weglaufen. Granate kommt. Come mierda, culeros. Die Ladung ist scharf. Bowman, das Kokain ist vernichtet. Wo ist der Buchon? Der Vorrat war etwas kleiner als erwartet. Tatsächlich sogar viel kleiner. Schnappen wir das Pulver oder den Buchon? Der Buchon hat bei ihren Angriffen viel telefoniert. Die ISA konnte ihn anpeilen. Er ist in einem Haus in Rancho Zavala. Sehen wir uns an. Schaffen Sie ihn da raus. Ich werde ihn selbst fragen, wo er seinen Koks versteckt hat. Das letzte Vorratslager. Shit, wie viel war das wohl alles wert? Mehr als ich im Leben verdienen werde. Meine Schuhe kosten mehr, als du im Leben verdienst. Deine Schuhe kosten mehr, als du im Leben verdienst. Abgezahlt, Baby. Und jeden Penny wert. Oh ja, diese Gespräche vermisse ich. Oh. Den holen wir uns auf jeden Fall. Wenn es nicht wieder der Pilot sich... Wenn der Pilot mich nicht wieder betrügt. Dem Scanner ausweicht. Und dadurch überlebt. Scheiße, immer noch, ey. Oh, dass der Heli noch läuft, ey. Oder auch, dass der Rotor noch rotiert. Nicht kippen, nicht kippen. Okay. Wieso bin ich verdächtig? Ja gut, weil ich ein bisschen wubberig fliege gerade, aber... Nein, man ist immer verdächtig. So, und ich bin verdächtig, schon wieder. Bitte lass mich über die Mauer, ich will nicht wieder rumrennen müssen. Okay. So. Scan mal dort. Scheinbar. Ich habe zwei Sicarios. Die Terrasse, da. Jo, hab ich auch. So, wo bist du? Da. Geh in Position. Immer die Piloten anwählen. Suche eine gute Position. Mist, ich muss die Position wechseln. Ich sehe das Ziel. Roger, Ziel markiert. Bereit, auf deinen Befehl. Erledigt. Yay. Das hat mal so funktioniert, wie es soll. Wuhu. Naja. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Kann ich noch eine? Ach, hinter einem Haus. Das Magazin für die 5-5-Munition. Und Zeitung. Mit Bildern. Zeitung, die ich nicht lesen brauche. Könnte ich auch nicht. Okay. Die sehen dich gleich. Verzieh dich. Never mind. Bitches. Okay, aufatmen. So. Wohin muss das Ding? Ich hoffe, es muss überhaupt hier im Gebiet bleiben. Ne? 6 Kilometer. Sieht schlecht aus. Oh, fuck. Ne, werde ich nicht abgeben. Was soll das? Selbst das Ding da unten ist näher. Gerade so. Nee, was ist das? Bullshit. Okay. Dann geben wir den nicht ab. Dann kann ich hier den Cut setzen.
und mich wiederholen, ficke dich, Spiel. Und da geht's gleich weiter. Na gut. Bis dann und so.